Welcome to Mario Kart 8. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge. Wie ihr wisst, befindet sich zurzeit auf meinem Kanal Flui0392 die Auswertung der Pressekonferenzen der E3 2016. Und genau damit machen wir auch heute weiter. Heute ist Microsoft dran. Wie immer vorher nochmal die Information. Solltet ihr euch die gesamte Pressekonferenz angucken wollen, schaut nochmal in der Videobeschreibung vorbei. Dort könnt ihr euch die komplette Pressekonferenz von Microsoft angucken. Wollt ihr sie kompakt in einem kleinen Video haben, dann schaut einfach dieses Video hier. Microsoft begann gleich mal mit einem richtig großen Knüller, und zwar kündigte man die Xbox One S an. Nachdem ja Sony schon mit der PlayStation Neo vorgelegt hatte und die 4K bei sich integriert hatte, kommt nun Microsoft und zieht nach. Eine neue Xbox One, sie ist deutlich kleiner als die normale Xbox One. Ich blende euch hier mal von der neuen Xbox One S ein Bild ein. Sie hat einen Speicher von 2 Terabyte, ist wie gesagt kleiner, und hat halt die Grafik der 4K und soll ab August für 299 US-Dollar im Laden erscheinen. Wahrscheinlich auch so in den Dreh wird es bei uns sein. Also so ca. 299 Euro wird sie dann im Laden stehen, die neue Xbox One S. Dann ging es los mit den ersten Spielen, und zwar gab es neues Gameplay zu Gears of War 4. Das neue Gameplay könnt ihr euch in der Pressekonferenz ansehen, weil ich habe es euch schon öfters gesagt, zumindest in den anderen Pressekonferenzen. Solltet ihr Gameplay-Material angucken wollen, dann schaut am besten in der Pressekonferenz vorbei, weil die Publisher meistens ihr Gameplay nicht veröffentlichen, sondern das nur für die Pressekonferenz vorbehalten und meistens nur Trailer releasen. Schaut einfach das Gameplay an. Der Release zu Gears of War 4 wird der 11.10.2016 sein. Außerdem kündigte man direkt danach an, dass man einen neuen Controller erstellt hat, und zwar zu Gears of War. Der sieht folgendermaßen aus: der Gears of War Xbox One Controller natürlich. Den könnt ihr euch hier mal gerade angucken. Sieht eigentlich sehr stylisch aus, halt im Stile von Gears of War. Wird ebenfalls am 11.10. Release werden, so wie Gears of War 4. Microsoft legte sofort weiter mit Killer Instinct und kündigte einige neue Charaktere an. Welche das sind, schaut euch einfach nochmal das Video an. Ich hoffe, ich finde ein Video, wo nochmal die ganzen Charaktere vorgestellt wurden, damit ihr euch nicht durch den Stream klicken müsst, um nur zu wissen, welche neuen Charaktere es bei Killer Instinct gibt. Leider bin ich nicht so vertraut mit Killer Instinct und kannte deswegen auch die Charaktere leider nicht. Tut mir leid. Das erste neue Spiel, was gezeigt wurde, war Forza Horizon 3. Das Rennspiel aus dem Hause Microsoft bekommt einen neuen Teil. Den ersten Trailer gab es ebenfalls und allererstes Gameplay-Trailer unten in der Videobeschreibung. Gameplay, klickt euch durch den Stream. Spielen wird dieses neue Spiel Forza Horizon 3 in Australien. Ihr könnt mit verschiedenen fahren, also ihr könnt nicht nur mit einem Rennauto fahren, sondern auch mit Buggies und vielen weiteren Fahrzeugen. Insgesamt 4 verschiedene Fahrzeuge gibt es, mit denen ihr durch Australien durch die Gegend brettern könnt. Nicht nur auf der Straße von Australien, sondern auch auf den ganzen Wüstenstrecken könnt ihr dann zum Beispiel mit dem Buggy durch die Gegend heizen. Und es wird ein, ja, so sah es zumindest aus im Gameplay und im Trailer, ein online-pflichtiges Spiel sein. Das heißt, dass ihr zum Beispiel unterwegs seid und währenddessen könnt ihr Freunde bzw. andere Leute treffen, die ihr dann sofort, wo ihr dann sofort in ihren Rennen einsteigen könnt oder mit ihnen sofort ein Duell machen können. Das ist so ähnlich wie bei Need for Speed.
nur Need for Speed, also dem neuesten Teil der Need for Speed Reihe, der letztes Jahr released wurde. Und ja, es hat eine große Open World. Das heißt, ihr fahrt nicht nur vom Rennen zu Rennen, sondern ihr könnt entweder durch Schnellreise euch dahin teleportieren oder ihr fahrt einfach durch die Gegend, durch Australien und schaut euch ein bisschen, ja, das ganze Design von Australien an, wenn ihr denn dazu Lust habt. Release ist der 27.09. Als nächstes kam Recore. Recore ist, ja, es wurde schon letztes Jahr auf der E3 gezeigt. Schwierig, dieses Spiel zu erklären. Schaut euch einfach den Trailer an. Ich weiß nur, dass mein Kumpel Ian sich damals über das Spiel ziemlich gehypt gefühlt hat. Was ich persönlich nicht so cool fand, es wurden vier neue Charaktere bekannt gegeben. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung den Trailer an von Recore. Macht euch selber ein Bild. Ich finde es schwer zu beschreiben, wie dieses Spiel ist. Es ist schwer zu vergleichbar. Dann ging es weiter mit Final Fantasy 15 Gameplay, und zwar zu einem Boss Battle. Denn in Final Fantasy 15 kann man nämlich Titanbosse machen. Das heißt, dass die Bosse mega extrem groß sind. Wer ja jetzt God of War kennt, der kennt diese ganz großen Titan-Fights. So ähnlich ist das jetzt auch in Final Fantasy umgesetzt. Schaut euch einfach das Gameplay mal an und macht euch da selber ein Bild, wie mega groß die Battles sind. Ist ziemlich episch. Ich würde es euch empfehlen. 30.09. ist der Release von Final Fantasy 15. Dann gab es einen Trailer zu The Division, und zwar zum neuen DLC Underground. Da gab es einen kurzen Trailer. Informations gab es nicht. Die gab es aber dann in der Ubisoft-Pressekonferenz zu den neuen DLCs von The Division. Also wollt ihr da noch mehr genauere Informationen, dann schaut einfach mein Video zu der Ubisoft-Pressekonferenz an, wenn ihr da noch mehr Informationen zu den neuen Updates und neuen DLCs von The Division wollt. Dann gab es einen neuen Trailer zu Battlefield 1. Das war auch das einzige, den Trailer, den man schon aus der EA-Pressekonferenz gesehen hatte. Wurde da nochmal gezeigt, wollt ihr nochmal Informationen zu Battlefield 1, schaut einfach hier das EA-Video an, da haben wir Battlefield 1 genauer erklärt. Ja, dann ging es weiter mit Änderungen im Xbox Live Store. Da wird es unter anderem bald möglich sein, eigene Background-Musik einzufügen und diese dann, wenn ihr dann im Menü seid, zu hören. Unter anderem wird es die Möglichkeit, Clubs zu erstellen. Also das heißt zum Beispiel, ihr seid großer Fan von Gears of War und sagt, Mensch, ich möchte da so eine Art Fanpage wie auf Facebook erstellen. Dann könnt ihr das machen. Bald wird es dieses Update geben. Ab Herbst, oder? Mensch, da bin ich jetzt etwas verrutscht. Release ist noch nicht angekündigt worden. Aber bald soll es diese neuen Updates geben. Ja, wie gesagt, dass ihr da halt Clubs erstellen könnt. Diese beiden Sachen sind schon bei PlayStation 4 schon länger drin. Aber etwas, was bei PlayStation 4 nicht gibt, das wurde angekündigt. Und zwar könnt ihr sozusagen Turniere erstellen. Stellt euch vor, ihr spielt ein Online-Spiel. Und sagt man, zum Beispiel genau, FIFA 17 wird da zum Beispiel supported. Stellt euch vor, ihr wollt FIFA 17 in einem Turnier spielen, wollt aber dafür nicht zum Beispiel das Goldturnier beim FIFA Ultimate Team spielen. Was macht ihr als Xbox-Spieler? Ihr geht einfach bei Xbox Arena, nennt sich das. Geht ihr einfach hin und meldet euch dafür ein Turnier an und ihr könnt dann, so wie die Spieler zum Beispiel drin sind, zum Beispiel 16 Spieler, könnt ihr in einem Turnier teilnehmen. Das finde ich sogar ziemlich cool gemacht. War aus meiner Sicht die coolste und interessanteste Neuerung. Weiter geht's mit Minecraft. Ihr wisst, hat ja Microsoft die Rechte zu Minecraft, und genau diese haben sie sich auch ausgenutzt. Denn Minecraft wird bald Oculus Rift supporten. Ein bisschen Gameplay von der Oculus Rift, wie sich das so alles ansieht, könnt ihr euch nochmal in der Pressekonferenz angucken. Klickt da euch einfach mal ein bisschen durch.
Dann wurden neue Texture Packs bekannt gegeben und auch neue DLCs, also direkt DLCs. Unter anderem hat man zum Beispiel in dem Gameplay gesehen, was da gezeigt wurde bei der Microsoft-Pressekonferenz. Wie soll man das erklären? Stellt euch vor, es ist einfach eine Riesenstadt und da sind dann plötzlich Aliens. Also es ist ein großes Alien-Raumschiff und eure Aufgabe ist es, den großen Alien-Boss zu besiegen. Es gibt nämlich dann tatsächlich Aliens, also direkt Aliens. Nicht irgendwie gecaptured irgendwie von den Zombies, nein, direkt diese Aliens. Und diese könnt ihr dann besiegen. Die haben auch besondere Fähigkeiten. Unter anderem gibt es auch Agenten als neue böse Gegner. Und eure Aufgabe ist es halt, nicht nur das zu erkunden, sondern auch die Aliens zu besiegen, die Welt zu retten und das große Alien-Raumschiff zu vernichten. Wie das geht, könnt ihr euch nochmal im Microsoft-Pressekonferenz im Gameplay angucken. Dann wurde angekündigt, dass man eigene Controller designen könnte. Ihr könnt nämlich jetzt auf Xbox.com gehen oder Microsoft.com. Schaut einfach nochmal nach. Ich glaube, es ist Xbox.com. Xbox.com. Da könnt ihr jetzt euren eigenen Xbox-Controller erstellen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel sagen, ja, der komplette Controller ist weiß und ich möchte aber, dass hier zum Beispiel diese A-Tasten und sowas gelb sind und die Steuerknüppel sollen rosa sein und das Steuerkreuz soll, keine Ahnung, lila sein. Also ihr habt da ziemlich viele Möglichkeiten, es gibt unglaublich unendlich viele Möglichkeiten. Ich glaube über 80 verschiedene Möglichkeiten gibt, euren Xbox One Controller eigen zu designen. Erstellt einfach das Design und dann könnt ihr euch diesen Controller kaufen. Ziemlich cool, wie ich das finde. Also ich finde es persönlich ziemlich cool, so seinen eigenen Xbox One Controller zu erstellen. Also wenn ich mich überlege, für meinen PC einen Xbox One Controller zu holen, weil er ja damit kompatibel ist, dann werde ich definitiv da mal vorbeigucken. Finde ich ziemlich cool. Dann gab es endlich ein bisschen Gameplay, aber nur ganz, ganz wenig, und zwar vom Spiel Inside. Inside, falls das jemand noch nicht sagt, wurde schon letztes Jahr auf der Pressekonferenz von Microsoft gezeigt. Das ist das neue Projekt der Limbo-Macher. Ich denke mal, viele sollten Limbo jetzt kennen, das Indie-Spiel. Und diese Macher von Limbo haben jetzt Inside gemacht. Ähnlich, sehr mysteriös, so wie Limbo. Und soll angeblich sogar noch besser und noch interessanter sein, so wie es die Entwickler versprechen. Solltet ihr euch Inside für die Xbox One holen, bekommt ihr die Limbo-Version gratis dazu. Das ist exklusiv nur für Microsoft-Konsolen. Dann kommt The Witcher. Ja, CDI Red Project war da. Leider nicht irgendwie The Witcher-Updates, irgendwie neuen DLC oder so. Leider nein. Und zwar wurde ein Card Game angekündigt, The Witcher 3 Card Game genannt, wird dieses Spiel von CDI Red Project Screed. Beta startet ab September. Ihr könnt euch für die Beta anmelden und ab September 2016 könnt ihr dann die Beta von The Witcher Card Game, das mit dem Namen Screed, könnt ihr dann spielen. Dann gab es eine große Ankündigung, und zwar Dead Rising 4 wurde offiziell angekündigt. Ja, schaut euch einfach mal den Trailer an, den habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich muss sagen, sieht total cool aus, das Spiel. Also ich kannte die Dead Rising Serie überhaupt noch nicht. Ich habe schon mal gehört, dass es sowas gibt, Dead Rising, aber konnte mir nichts darunter vorstellen. Und ich muss wenn ich den Trailer so sehe, hat das so ein bisschen was von Dead Island. Also vor allen Dingen ziemlich viel mit Humor zu tun. Also, also guckt euch einfach mal den Trailer an. Zum Beispiel sieht man der Hauptcharakter sich einen Zombie krallt und mit dem Selfie macht oder zum Beispiel einen ganzen Haufen von Zombies aufreiht und die dann anzündet und im Hintergrund läuft Jingle Bells. Also ist schon ziemlich cool, guckt euch den Trailer an. Ist aus meiner Sicht sogar einer der besten Trailer der gesamten E3, weil ich ihn einfach ziemlich witzig und cool gemacht finde.
Gucken wir einfach mal an. Dann endlich neue Informationen zu Scalebound. Das ist ja von den Leuten, die Bayonetta gemacht hatten. Unter anderem, ich glaube, Monolith Soft hießen die. Ich bin mir auch mal jetzt nicht sicher, ob die Monolith Soft sind. Wie gesagt, die Leute, die Bayonetta gemacht hatten. Nicht nur für Xbox 360, PlayStation 3, sondern auch den zweiten Teil für die Wii U. Nur mal so am Rande, falls ihr das noch nicht kanntet. Jedenfalls, Scalebound ist ein, ja, viele sagen, es ist ein bisschen so ein Abklatsch von Devil May Cry, halt nur mit Drachen. Und da gab es einen Bosskampf. Das war ziemlich episch, ziemlich viel Action und Bubba-Bang und Riesen-Bossfights und mega episch. Das Spiel erscheint für Xbox One ab 2017. Übrigens, Dead Rising 4 erscheint im Sommer 2016. Ja, Scalebound wird exklusiv sein für Xbox One und PC, was ich ein bisschen schade finde. Ja, dann ein Spiel, was man eigentlich schon auch aus der letzten E3-Pressekonferenz von Microsoft kannte. Und zwar The Sea of the Thieves von Rare. Die Leute, die damals bei Nintendo Banjo-Kazooie, Donkey Kong und vieles weiteres gemacht haben, die ja mittlerweile in der Versenkung versunken sind, weil auch viele Entwickler mittlerweile weg sind und zum Beispiel unter anderem bei Retro Studios, bei Nintendo, unter anderem auch bei Tonic spielen, die jetzt dran sind, Yooka-Laylee zu machen. Jedenfalls zurück zu Rare. Ein neues Spiel ist ein Online-Multiplayer-Game, was ziemlich viel mit Multiplayer zu tun hat. Es ist eigentlich fast ein reines Multiplayer-Spiel. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid Pirat auf einem Schiff und ihr steuert zusammen mit eurer Crew dieses Schiff und habt alle möglichen Abenteuer. Unter anderem auch, ihr findet Schätze, ihr kämpft gegen andere Piraten. All das typische Piratengedöns, was man eigentlich so kennt, halt in einem Online-Spiel verpackt. Das nächste Spiel ist State of Dreams. Was war das? Genau, das war dieses Survival-Game. Ja, schaut euch einfach mal den Trailer an. Das ist so ein Survival-Spiel mit Zombies. Halt sehr standardgemäß. Ich fand, das Spiel hatte auch nichts wirklich Besonderes. Released ist 2017. Von Sea of the Thieves gab es keinen wirklichen Release-Termin. Schaut euch einfach mal The State of the Seas 2 an, genau, das ist ein zweiter Teil. Entschuldigung, das ist nicht irgendwie remastered vom ersten Teil, also es gab schon mal den ersten Teil und jetzt gibt es halt eine Fortsetzung. Aber ich fand das Spiel, ja, sah sehr standardmäßig aus, also so eigentlich so ein typisches Survival-Spiel mit Zombies. Hat mich jetzt nicht gerade groß, ja, angetan. Also ich fand das, er war sogar einer der schlechteren Spiele der Microsoft-Presskonferenz. Meine Meinung, klar, es gibt wahrscheinlich große Fans, die mega gehypt waren auf das Spiel. Ich fand es ein bisschen lame. Dann kommen wir zu Halo Wars 2. Ja, ein neues Halo Wars wurde angekündigt. Halo Wars 2. Den ersten Trailer könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung angucken. Für die Leute, die Halo Wars 2 nicht kennen, kannte ich vorher übrigens auch nicht. Ist kein richtiges Halo-Spiel, sondern es ist ja. Jetzt fällt mir der Begriff für diese Spieleserie nicht ein. Also, es ist auch so eine etwas ältere Spieleserie. Ihr müsst euch vorstellen, ihr baut eure Truppen zusammen und greift dann andere Truppen an. Schaut euch einfach den Trailer an. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Es ist auch eine sehr alte Spielform, so ein bisschen strategiemäßig halt mit Shooter. Kennt man vor allem, die alten Leute kennen das vor allen Dingen noch. Von Bad and Conquer hieß das, glaube ich. Das war so ein bisschen so ähnlich. Nur halt jetzt im Halo-Style. Ihr guckt euch einfach mal den Trailer an. 21.02.2017 ist Release. So Beta ist vom 13. bis zum 20. Juni. Also läuft schon die Beta. Dann Microsoft hat so ein bisschen über ihre Zukunft gesprochen. Also was wollen sie in der Zukunft machen? Ihre Arbeit beschränkt sich in den nächsten Jahren also aufs meiste auf 4K-Spielen und auf VR-Spielen.
Da sehen sie vor allen Dingen die Zukunft ihres Unternehmens in den nächsten Jahren. Dann kündigte man noch etwas an, was ja doch ziemlich überraschend war. Und zwar nennt sich dieses Projekt Project Scorpio. Werden wahrscheinlich schon einige gehört haben, die News unter anderem verfolgen. Was ist das? Es ist eine Art neue Konsole. Sie unterstützt 4K-Spiele. Sie soll auch Virtual Reality unterstützen. Und ist halt ein komplett neues Projekt von Microsoft. Es soll aber kein Nachfolger sein der Xbox One oder der Xbox One S. Es soll angeblich, auch so wie bei Nintendo, das ist das NX-System, ein neues Standbein sein. Die X soll nämlich auch, also dieses Project Scorpio soll kompatibel sein mit der Xbox One und mit der Xbox One S. Aber was das genau ist, man wusste nur, dass es jetzt irgendwie 4K-Spiele unterstützt. Viel wurde von Project Scorpio nicht preisgegeben, da bleibt Microsoft noch sehr geheim. Wir werden sehen. Ich bedanke mich zumindest für eure Aufmerksamkeit bei dieser Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Ubisoft.